So, wo ist es? Willkommen zurück zu Minecraft Crackpack. Part 63, 62. Hallo, Wolfgang da hinten. Check, die Brine Tower stehen ja und sind auch wunderbar im Betrieb, sodass der Brine Tower voll ist. Die schnell. So, wo ist es? Was ist unser nächstes Projekt? Unser nächstes Projekt ist eine Baumfarm. Wo kommt unser nächstes Projekt hin? Fragt ihr euch. Ja, frage ich mich auch. Hier hinter diesem Gedöns-Bums da, wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht, muss ich mal sagen, ne? Von der Idee. Also ich hatte schon mal dümmere zumindest, sagen wir es so. Könnte man ja meinen, dass es schon mal schlechtere Ideen gab. Bestimmt. So. Hauen wir das mal weg, ironischerweise, um dann wieder Bäume hinpflanzen zu können. Ja, das ist ganz toll. So, für die Baumfarm werde ich auch einiges an Platz brauchen. Habe ich mir schon mal so vorberechnet. Ich möchte nämlich nicht nur eine Baumfarm machen, ich möchte es noch ein bisschen erweitern. Mal gucken, was man da noch so alles rauskriegt. Also in erster Linie natürlich, ne, Holz, klar. Aber sonst kriegst du ja noch Äpfel, Setzlinge raus. Und das Holz, das kannst du ja noch zu anderen Sachen nehmen. Für andere Sachen nehmen. Zum Beispiel Holzkohle. Diese Holzkohle wiederum, die kannst du sehr gut verbrutzeln. Und so kam die Idee, du könntest ja das Holz nehmen, machst daraus Holzkohle in diesen Koksöfen von. Fickt euch? Von Ravecraft. Sag mal, wie verhaltet ihr kleinen Ficker denn aus? Das ist doch. Ah, weißt du, die brennen nicht, was ich eigentlich schon mal fast als Bug sehen könnte. Die halten zig Schläge aus und mit verfickten Diamantschwert. Das ist doch nicht. Bah! Hurensöhne. Sorry für meine Wortwahl. Ist so. Damit kann man Energie machen. Ja, das ist ganz toll. Und weil das so toll ist, habe ich mir gedacht. Das könnte man ja auch mal tatsächlich tun. Oder auch nicht. Aber man kann es halt auch tun. Ja. Dann kriegt man hier dann gleich etwas Robert. Man könnte natürlich überlegen, was für Bäume nimmst. Du nimmst du wirklich hier diese Rubber Trees, sodass du Plastik hast ohne Ende. Ich muss Gegenfrage, braucht man so viel Plastik? Top. Man sollte aufpassen, wenn man nebenbei noch andere Sachen macht, dass dann die Haupttätigkeit nicht allzu sehr beeinträchtigt wird. Wenn man nebenbei noch mit anderen Geräten zum Beispiel zu tun hast, elektronischen Unterhaltungsgeräten, dass es da halt nicht zu Störungen kommt gegenseitig. So. Weg mit den Bäumen. Und die soll auch gar nicht mal so klein werden, die Baumfarm. Ich lasse sie mal ein bisschen größer. Warum nicht? Ich denke mal, dass wir die Sachen dafür haben sollten. Behaupte ich. Jetzt einmal. So, der Baum könnte eventuell noch weg müssen. Der Baum stumpf da hinten auch noch. So, komm du mal da aus dem Arsch. Ich habe die Fläche genommen, weil es hier sehr wenig zu planieren gibt. Klar, eine Schicht oder so, aber das ist ja immer noch nichts im Vergleich zu den anderen Richtungen, wo man noch weit mehr hätte auffüllen müssen. Weißt du, da ist das ja das kleinere Übel. Obwohl die Wahl des kleineren Übels meistens scheiße ist. Das sieht man in der Politik sehr gut. Du willst dich den am wenigsten beschissenen wählen müssen und möchtest im Idealfall jemanden wählen müssen, können oder müssen, der gefällt. Hahaha, guter Witz, ne? Was ist denn hier mit den Bäumen passiert? Das sieht ja grausam aus. Waren das hier diese Pferde? Frage ist, sollte ich die Sachen überhaupt ins ME-System importieren und von da aus wieder exportieren? Oder kommen die gar nicht erst ins ME-System? Das ist jetzt so eine Frage, die man sich durchaus stellen könnte, denn das bedeutet ja wieder Arbeit. Und so kannst du das dann mit der Holzkohleproduktion ja auch vernünftig einpendeln. Und dann geht das so
Bevor ich das mache, muss ich mal gucken, ob ich genug Clay dafür habe. Mir erstmal eventuell Clay besorgen. Aber ich kann ja schon mal die Baumform aufstellen und so Sachen machen, die ja, Sachen machen. So, boah, das ist doch viel Rubber. Und ein paar Bäume davon stelle ich auch wieder auf. Die kommen dann dahin, wo denn die Baumfarm endet. Also ein Stück weit daneben. Im Sicherheitsabstand, dass die nicht auch irgendwann weggefrühstückt werden. Wäre nicht so gut. Übrigens ist es auch nicht empfehlenswert, Holzhäuser neben so eine Farm zu bauen. Vor allem, wenn du manuell farmst. Ohne eine Farm, die halt Bäume macht. Obwohl, Moment. Für beides ein Argument. Eventuell haut dir denn die automatische Farm dein Haus mit weg, automatisch. Kriegst du halt plötzlich mit, dass da was fehlt. Andere Variante, du machst es manuell, zündest diese großen Bäume, die du normalerweise so nicht aberntest, zündest du mit dem Feuerzeug an und das brennt sich auch durch dein Haus durch. Also ist es beides nicht gerade empfehlenswert. Deswegen, mein Tipp, lass es besser. So. Das wird doch wohl reichen, so am Platz, ne? Oder? Ist die Frage, wie groß kann man das überhaupt machen? Da gibt es ja auch Upgrades und ich möchte nicht zwei Farben nehmen, also das ist schon mal keine Option. Zufällig habe ich das schon mal ausgewählt. Blockbreaker, ach warte, ich brauche diese Upgrades. Emerald 11. Ich habe drei Grundradius, das sind 22, 25 Blöcke. 25 Blöcke hört sich ja schon mal nicht schlecht an, ne? Aber das kann man erstmal gleich abziehen und abstecken. So, gib mir erstmal sämtliche Saplings her. Und dann mache ich das mal. Nein, mit dem Brot kann ich mir keine Items besorgen. So, mal, vielleicht funktioniert das ja. Weg mit dem ganzen Scheiß. Dirt. Und Kopf. Eins der Cobblestone zum Abstecken. So. Block Nummero. Ziehen wir da eine Mauer drum um dieses ganze Teil oder ziehen wir da keine Mauer rum um dieses ganze Teil? Wenn wir eine Mauer rumziehen sollten, muss ich natürlich wieder ein bisschen Abstand hiervon machen. Rechnen wir doch mal. Wir haben jetzt 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Hier wäre das Ende, wenn man das nicht einzäunt. Sollte man das einzäunen, dann machen wir das einfach noch bis zu dem. Ich zeig doch, ja, ich bin auch schlau. Bis zu. Danke, Explosion. Diesen Pfeiler. Das wären 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke mehr, sodass du drei Blöcke zu jeder Seite noch Luft hast. Sollte, denke ich mal, genügend sein. Die muss man dann natürlich auch entsprechend ausleuchten. Sollte kein Problem darstellen. Punkt. Ich brauche ja auch gar nicht so viel Zeug eigentlich zum. Naja, machen wir mal trotzdem. So, was hakelt denn hier so? Also am Prozessor liegt es nicht. Grafikkarte sollte auch nicht sein. Eine 79 wird da wohl für Minecraft reichen. Also das würde wohl kaum sein. Wenn sie jetzt so bei VR ein bisschen einbricht, dann ja, kann man es verstehen. Aber so eher nicht. Ich hatte vor kurzem auch mal die Möglichkeit, mal wirklich VR auszuprobieren, war ganz geil. Bin noch ein bisschen verhalten reingegangen in die Sache. Hab mir halt auch vorher schon, also weit vorher, als jetzt so in Entstehung war, wenn ich von der Oculus ausgehe, DK1 und DK2, ab da hatte ich dann so ein bisschen mal reingeguckt. Habe ich auch schon ein bisschen was vor so erfahren. Und ja. Also ich habe mir so nicht so viel mittendrin gefühlt. Das war eher so wie so ein, naja, durch die Auflösung überwiegend bedingt, ne? So wie so ein, ja, Rundum-Monitor halt. Wenn nicht, so dass du dich halt mal wirklich, als hättest du sieben Monitore um dich rum und kannst dich halt umgucken, wie es dir gefällt. So war es gefühlt. Ich weiß ja nicht, vielleicht hatte ich auch schon mal die Möglichkeit, in so Sachen reinzugucken. Ob ich schon mal reingeschaut habe in diese Geschichte. Ja. Wäre mal ganz interessant zu wissen. Hab halt mal die Vive und die Oculus ausprobieren können. Die Oculus hat eine bessere Grafik. Oder eine bessere Auflösung. Vielleicht ändert sich das ja noch, weiß ich nicht. Aber so technisch ist die Vive auch nicht schlecht. Du kannst dich ja bewegen. Du hast diese komischen Controller. Und bei der Oculus hast du halt. Naja, du kannst halt höchstens einen normalen Controller nehmen.
So, bei den Controllern musst du natürlich auch ein bisschen mehr aufpassen, weil du da halt, ja, die siehst du nicht, die musst du so intuitiv steuern können, dass du da nicht drauf gucken musst, weil du auch nicht drauf gucken kannst. So einfach ist es ja. Also, ich habe halt bei der Oculus einen Xbox-Controller in der Hand gedrückt, das ging. Ich habe normalerweise eigentlich nie mit solchen Sachen zu tun, aber doch, doch. Wenn die Steuerung einfach genug ist, doof genug ist, wie auch immer, dann geht es schon. Also, angenommen, ich hätte eine Oculus, will damit Battlefield zocken. So. Schwierig mit Tastatur. Ich glaube, das wird wohl kaum was werden. Und du kannst ja auch schlecht die Tastatur virtualisieren in der Brille. Das ist ja leider auch nicht so ohne weiteres möglich. Muss man eben mal Abstriche machen. Und immer mal gucken, wofür das überhaupt geeignet ist. Ne? So für Office ist das gar nicht mehr geeignet, würde ich behaupten wollen. Da muss man halt gucken, wozu. Ne? Manche Sachen bestimmt. Geografie-Exkursion, Biologie, Gedöns, Dingens. Dass du mal wohin reisen kannst, wo du sonst nicht sein könntest. Dafür ist es cool. Aber man muss halt gucken, wofür. Ne? GTA wäre vielleicht noch so eine Sache. Sitzt du im Auto, fährst damit, baust einen fetten Unfall und dann dreht sich alles. Yay. Macht Spaß, vor allem wenn du gesoffen hast. Dann macht sich, wenn sich alles dreht, besonders viel Spaß. Die nehme ich mal mit. Kann man noch gebrauchen? Was habe ich noch an Erde? Ein bisschen habe ich noch. Löcher stopfen? Löcher stopfen. Immer weg mit der Erde. Vielleicht sollte ich mal noch ein paar Mods durchsortieren und mal gucken, erstmal, ob es ein Update gibt für dieses Paket. Und dann halt gucken, ob man da nicht. Ja. Habe ich mich jetzt dezent erschrocken, verdammte Scheiße. Drecksvieh. Bestes Beispiel: das. Das braucht kein Mensch. Ja, Ende meiner Argumentation. Weiß ich nicht. Das hat irgendwie keinen Mehrwert. Genauso wie diese Creeper, die hier Löcher reinspringen, ohne dass ich daneben stand. Ich müsste das eigentlich nochmal ein bisschen beobachten, weil eigentlich dürfte das ja jetzt nicht mehr passieren. Es sollten eigentlich nur noch die alten Krater sein von früher. Da. Weg mit der Erde. Ne? Dann ziehen wir schon mal den Zaun rum. Bisschen interessant könnte es werden mit der Verkabelung für diese Maschinenkarte. Die braucht Strom. Und den müssen wir dann hier an den Brine Towern vorbeiführen. Aber sollte schon gehen. Entweder ganz tief buddeln oder halt ringsrum. Naja. Ich denke aber mal ringsrum. Die Frage: Brauchen wir noch andere Farmen? Weil Weizen haben wir zurzeit genug. Obwohl es da wirklich abhängig davon ist, was du damit machst. Wenn du jetzt Biodiesel erzeugst, dann wiederum ist das gar nichts. Ich hatte mal, ich glaube 20, oder waren das nachher schon 40? Also von 20 weiß ich es auf jeden Fall. Also wie gesagt, es könnten 40 sein. Ich glaube, ich habe das nachher nochmal verdoppelt. Einen Turm gemacht, Weizenfarm übereinander gestapelt, mit Blaustein ausgeleuchtet. Also das war eigentlich nicht das Problem. Und hatte dann dafür noch mal 4 Türme mit jeweils einer Farm. Und die Farm war, ich weiß nicht genau, was für Upgrades ich genommen hatte, aber es waren keine kleinen. Also ich denke mal 19 mal 19 oder sowas in der Richtung wird es gewesen sein. Und die Biodieselverarbeitung, wenn sie denn lief, irgendwann war dann natürlich die Tanks voll, ne? Dann stagnierte das. Aber bis sie voll war das Weizen immer weg. Weil du halt einfach so eine Unmenge gebraucht hast. Dabei habe ich in Anführungsstrichen gerade mal 5 von diesen Fertilizern, also diesen, wie nennt man das denn auf Deutsch? Gärbottich? Könnte sein, dass es Gärbottich heißt. Hatte ich halt nur 5 von den Teilen verwandt und das hat also locker gereicht. Stone. Haben wir denn noch was von diesem Zeug, was wir dafür eigentlich brauchen? Was sind denn das überhaupt für welche? Polished Stone Brick.
Kiesel. Stone. Stoneblick. Kurze Tausch hier mal kurz. So. Okay. Chisel ich die mal noch durch. Polished. Stoneblick. Genau. Dann hole ich mir nachher mal die goldenen oder das goldene Lasso, die goldenen Lassos, wenn ich das umzäunt habe und natürlich auch hier diese anderen Teile rum habe, dann kann ich ja mal die ganzen Tiere hier rausfrachten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zack, 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 zack. War noch immer 3, ne? Ja. Sehr schön. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, ich brauchte doch 3, ne? 3 von diesen Feldern, das sollte passen, ja. Sehr gut. Das. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Und Schluss. So. Setze ich mal überall noch einen drauf. Und dann kann ich auch schon die Iron Bars rumziehen. Dann kann ich schon die ganzen Tiere rausfrachten. Und dann kann man da auch schon anfangen mit den Leitungen. Ich brauche, was brauche ich denn eigentlich für Sachen? Hier brauche ich eigentlich nur Strom und einmal Items. Das war es ja dann schon. Mehr ist ja dann gar nicht vonnöten. Und die Items gehen ohnehin noch in eine andere Richtung. So muss ich nur gucken, wo ich nachher die ganze Verarbeitung von dieser ganzen Geschichte noch hinmache. Weil hier soll ja dann rein theoretisch noch der Tankbereich weitergehen können. Sofern ich das dann erweitere, dann kann man hier vielleicht noch andere Farben machen, wenn ich noch was finde. Muss ich mal gucken. Und dann muss ich mal gucken auch, wo ich denn wirklich diese Verarbeitung davon hinknalle. Ob ich das hier mache, weil es ist, glaube ich, das naheliegendste. Dann muss ich aber leider hier die Fenster zu machen, weil das wird ein fetter Klumpen. Die Koksöfen sind nicht schnell und deswegen brauchst du davon Unmengen davon. Und das muss ich nachher auch noch skalieren können, je nachdem wie viel Holz diese Farm abwirft. Das ist ja dafür essentiell. Das waren ein paar viele Steine. Iron Bar habe ich gar nicht. Die Scheiße. Gucke ich nachher, wie die gechiselt sind. Zack. So, das mache ich mal noch fertig in diesem Part. Hier rum. 99.000 ist schon mal ganz nett. Reichen 3. Ah, Moment, ich habe 27 mal, nee, Moment, 7 mal 3 sind 21, mal 3 sind 60, 63, mal 2, ja, ich habe schon genug Iron Bars. Chisel habe ich auch dabei. Jetzt muss ich noch mal kurz hier was machen. Danke. Und zurück wieder. So. Ach, das sind gechiselt. Okay. Sick Iron Grid. Sin Iron Grid. Was ist denn das? Sin Iron Grid. Okay. So, meine Damen und Herren. Rein theoretisch sollten davon jetzt 2 übrig bleiben, rechnerisch zumindest, ne? Ich denke mal, ihr konntet mich nachvollziehen. 2 Blöcke hoch ist es, 7 Blöcke breit, also hast du 14 pro Teil, dann hast du 3 pro Seite, was ja denn 72 sind. Was? Nein. 14 mal 3 sind 30, 43. Oder so, und das mal nochmal mal 1329. Okay, dann kann es sein, dass sie entweder 2 übrig behalte oder dass mal einer fehlt. Einer fehlt kann aber nicht sein, weil das rechnerisch falsch ist. Ich kann da nicht auf eine ungerade Zahl kommen.
That is impossible. Ah, ist ja auch egal. Dieser Erstrechner war doch richtig, weil ich hier besser durchdenkt habe. Durchdenkt gehabt habe. So, weg mit diesem Zeug. Lasso. Ich hole das Lasso raus. Zum Glück sind schon fast alle Tiere weg. Viel Spaß. Das war eigentlich gar nicht mal geplant. Eigentlich sollte es nur runterfallen. Okay. Gut, Schweine habe ich hier nicht viel. Die können mal bleiben. Aber Pferde, die spawnen auch sogar von alleine nach. Was ich nicht verstehe. Ich verstehe den Sinn dabei auch gar nicht. Warum spawnen die fucking Pferde nach? Naja, wer weiß, was der da geraucht hat, dieser Mod-Entwickler. Oder die Mod-Entwicklerin. Oder was auch immer. Was auch immer es entwickelt hat. So, und vorbereitet ist die Fläche. Gut, dann würde ich sagen, dann unser nächstes Mal wieder mach's gut, bis dann, tschüss.